Ich könnte dir uns helfen. Sie Troll. Ja, das habe ich auch gelesen. Ist wohl der Unterschied zu gerade. Was? Ja, da kommt man leider nicht rein. Wie kriegt man dieses Geldsymbol, dass man Sachen miteinander verwenden kann? Kein Geldsymbol sieht, es sah aus wie Geldscheine. Ach so, okay. Rio, es gibt für dieses Spiel keinerlei Informationen im Internet. Das ist halt die Sache. Du bist halt wirklich gezwungen, das so selbstständig irgendwie zu spielen und kannst nicht einfach mal sagen, ja, ich guck mal fix nach, was da eventuell Sache ist und so. Hier ist Starwolf, ich glaube, du verstehst da was nicht ganz. Dieser Fotograf und der Maler, das sind der Scanner. Der Fotograf fotografiert es, der Maler malt es dann, was fotografiert wurde. Und das ist dann der Scan. Es gibt keinen expliziten Scanner da. Es gab diesen Belichter. Erinnere mich an meine Kindheit, falls ich eine hatte. Aus dem Alter bin ich raus. Ich kann gern gleich nochmal hingehen. Essig. Nein, der hat gesagt, wir können ihn behalten.
So, und wo soll hier ein Scanner sein? Da ist der Belichter, da ist der Maler, das ist das Radio, der Schrank, Waschbecken und Fotos und halt der Lautsprecher. Und das ist kein Scanner, da malt er. Haben wir auch schon gemacht. Wir haben sicherlich schon mal alles mit allem und das mindestens zweimal bereits. Nein. Ja, das sind wahrscheinlich die zwei Möglichkeiten. Wobei mir lieber wäre, ich hätte irgendwas übersehen, aber das Blöde ist, ich weiß halt nicht, was ich übersehen haben sollte. Ja, die. Ne, da will ich nicht hin. Ich will eigentlich runter dann. Ja, die Typen und Bits, aber. Die sind auch für nichts gut. Vor allem, es gibt hier die Typen. Es gibt da die Typen. Es gibt da die Typen. Ah! Na gut, es gibt nur die hier und die da. Wir hatten alles irgendwie schon mal so ein bisschen probiert. Ja, wer weiß, das ist ja das Blöde. Ich weiß es leider langsam echt nicht mehr. Jetzt haben wir zwar weniger Gegenstände, die wir probieren können, aber ändert halt trotzdem nichts.
Ja, die kannst du nicht miteinander kombinieren. Hilfe. Ah, was ist denn jetzt los? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann ja hier nicht mehr runterdrücken. Ich gehe einfach mal auf die Datenautobahn. Vielleicht hilft mir das wieder, dass es normal sich verhält. Was ist denn hier los? Was macht er denn? Ich bin sehr irritiert gerade. Irgendwie funktioniert das nicht mehr so, wie es soll. Guck mal, wenn ich jetzt hier hinklicke, bewegt er sich da nicht hin. Wenn ich hier einen Rechtsklick auf die Tür mache, macht er auch nichts. Das ist zu viel fürs Spiel gewesen, ja. Ich bin auch in dem Modus drin. Ich kann hier nicht mal mehr draufdrücken auf HP. Das heißt, ich kann nicht speichern. Nein, der Teddy hat es wahrscheinlich wirklich kaputt gemacht. Das heißt, ich kann es nur ausmachen. Und kann hier nicht speichern. Das ist ja super. Ach, das ist ja super. Na gut, dann machen wir es mal aus. Ich weiß nicht mehr, wo unser letzter Speicherstand war. Das kann jetzt interessant werden dann. Weil geht's, wenn ich wieder reinklicke? Okay, nein, geht nicht. Großartig. Und Klings, vielen lieben Dank für den Raid. Auch wenn wir gerade hier technische Difficulties haben. Ja, hier gibt's keinen Alert. Wir basteln am Alert, ja, aber hier auf dem Layout gibt's noch keinen. Oh, mal gucken. Ist nochmal starten können. Beziehungsweise wo wir waren. Ja, richtig weitermachen wir morgen. Auch wenn ich
Ich will das Spiel morgen zu Ende haben. Ich will das nicht noch eine Woche mitnehmen. Ganz ehrlich, es reicht langsam. Ah. Das ist schon viel zu lange. Und im Grunde, alles, was wir machen, wir suchen immer nur. Wir suchen. Wir finden so eine Kleinigkeit und dann suchen wir wieder, wo es weitergeht. Was haben wir denn auf C? Was hatte ich denn da zuletzt gespeichert? Oh Gott, das war das mit dem Gemälde, okay. Also heißt das, wir müssen das Gemälde abgeben? Ja gut. Können wir das nochmal ganz schnell machen, damit wir das nicht bis morgen hin mitnehmen? Ja, aber es gibt halt Point and Clicks, da kannst du das machen. Und es gibt halt Point and Clicks und da ist das irgendwie doof. Und hier ist das gerade irgendwie doof. Vor allem, dann kriege ich auch noch die Spitze wieder. Ah, das ist ja spitze. Genau. Das kriegen wir alles wieder. Und dann sind wir halt wieder auf dem gleichen Stand wie vorher. Und wissen wieder nichts. Zum Glück hatte ich da einfach mal gespeichert, weil normalerweise speichere ich ja immer erst, wenn wir Ende machen. Und da hatte ich ja nur gespeichert, weil ich ja eigentlich testen wollte, was passiert, wenn wir dem noch einen Teddy geben würden. Nicht dem Dreizack. Ich muss Neptun geben. Ja, das kennen wir schon. Komme ich jetzt die Ampel? Ja. Ja, festhalten. Im Grunde hat man das ja auch nicht für die Ampel gemacht, sondern vielmehr um diese goldene Dreizackspitze zu bekommen. So, jetzt ab zum Drucker. So, mit dem müssen wir reden und dann müssen wir dem das so geben. Fehlt also noch der Diamant. Scheint so. Ja, bevor wir uns jetzt wieder festfahren, speichere ich jetzt erstmal hier auf D
Und würde sagen, das war's jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, wir kommen morgen weiter. Meine Motivation im Spiel gegenüber sinkt nämlich von Tag zu Tag, wo wir das spielen. Das liegt aber einfach daran, weil das halt so doof ist mit dem Weiterkommen. Und ja, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall, denke ich. Ich hoffe, dass es morgen klappt. Dann würde ich sagen, hab vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen und werden es hoffentlich dann auch morgen beenden. Also, macht's gut. Tschüss. Und bis später dann. Man sieht sich. Tschüssi. So, aber erst noch hier raus und jetzt. Tschüss.